Moin ihr Lieben, herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder da seid. Heute führen wir eine neue Series ein, und zwar die Quick Tutorials. Um was geht's in den Quick Tutorials? In den Quick Tutorials geht's hauptsächlich darum, dass wir einfach kurz und bündig eine Mechanik aus Rocket League erklären, ohne groß Aufwand, einfach euch zeigen, ganz kurz, wie diese funktioniert. Heute geht es um den Stall. Den Stall wollen wir euch heute kurz erklären, sagen, worauf es kommt oder worauf es groß ankommt, was man beachten muss, wie er funktioniert, etc. Aber erstmal, was ist der Stall überhaupt? Der Stall ist eine Art Sprung, mit dem ihr quasi in der Luft stehen bleiben könnt. Also normalerweise, wenn wir springen und machen einen Doppelsprung, dann gehen wir nach oben oder wir springen zur Seite, je nachdem, wo wir halt hingucken. Mit dem Stall können wir quasi in der Luft stehen bleiben und das Ganze sieht dann zum Beispiel so aus, wenn wir von der Decke fallen. Wir gehen runter und drücken den Stall und zack, hängen wir ein bisschen in der Luft. So, was brauchen wir jetzt, um den Stall ausführen zu können? Wir brauchen auf jeden Fall die Luftrolle links oder die Luftrolle rechts. Wo ihr das findet, in den Einstellungen, Optionen, dann unter Controls die Bindings angucken. Und wenn ihr ein bisschen nach unten geht, dann gibt es hier Luftrolle rechts und Luftrolle links. Das könnt ihr ganz beliebig binden, so wie es für euch eben bequem ist. Gut, als nächstes, was brauchen wir dazu? Wir müssen auf jeden Fall in der Luft sein. Das kann sein, entweder wir fallen von der Decke, von der Ceiling oder springen einfach nur. Geht überall. Dann, wenn wir in der Luft sind, drücken wir den Stick nach links und gleichzeitig die Luftrolle nach rechts. Wenn wir das andersrum machen möchten, dann drücken wir nach rechts den Stick und die Luftrolle nach links. Das Ganze sollte dann etwas so aussehen, wenn ihr Luftrolle und den Stick nach links zieht. Ja, dann macht ihr eben diese Bewegung hier. Was ihr jetzt machen wollt, wenn euer Auto so rumsteht, also wenn ihr quasi den Boden von eurem Auto seht, so rum, dann drückt ihr gleichzeitig einfach nochmal eure Sprungtaste. Also alle drei Tasten bzw. Kombinationen dann gleichzeitig drücken. Gut, Vorführeffekt. Nochmal Vorführeffekt. So, so soll das Ganze dann aussehen. Dass quasi eben dieser, dass es so aussieht, als würden wir springen, wir bleiben aber quasi in der Luft stehen. Das sind erstmal die Basics. Wenn ihr das schon mal drauf habt, dann sehr gut. Das braucht ein bisschen Übung, man muss ein bisschen das Timing erwischen, aber es geht eigentlich relativ schnell. Gut, sobald wir das drauf haben, können wir quasi üben, dass wir den Stall nicht eben mit dieser massiven Drehung ausführen müssen, sondern eben einen Stall sehr schnell ausführen können. Einfach so quasi ohne große Rotation, sehr schnell. Dabei gilt es zu beachten, ihr drückt die Kombination im Prinzip genauso wie vorhin, nur eben sehr schnell hintereinander. Was ich jetzt dazu gelernt habe, was mir sehr geholfen hat, ist, dass ich den Kreis etwas vor dem X nochmal drücke. Also nicht zuerst X und dann Kreis, sondern eben zuerst den Kreis und dann direkt das X, ganz schnell hintereinander. Das sieht jetzt für euch so aus, als würde das gleichzeitig funktionieren. Aber ich drücke wirklich zuerst auf den Kreis bzw. auf die Luftrolle rechts und dann wieder auf X. Gut, wer das Ganze jetzt natürlich noch ein bisschen intensiver machen möchte, kann das Ganze natürlich ein bisschen ins Extreme treiben mit Buckus Mod, indem ihr Buckus Mod öffnet. Wie ihr Buckus Mod installiert, findet ihr jetzt übrigens oben rechts zu unserem Tutorial. Dann geht ihr auf den Reiter Freeplay und aktiviert hier die Unlimited Flips. Das heißt, ihr könnt unendlich oft springen, so wie ihr Bock habt. Und was wir jetzt einfach machen können, wir können einfach an die Decke hochfahren. Wir lassen uns leicht fallen und drücken die Kombination jetzt einfach die ganze Zeit hintereinander. Das klappt mal, mal nicht, bei mir gerade eher nicht. Ihr könnt es auch ein bisschen einfacher üben, indem ihr die ganze Zeit den Stick einfach gedrückt haltet. Und wie ihr schon seht, wir verlieren eigentlich kaum an Höhe. Wir können das jetzt, wie gesagt, entweder mit dieser Dauerrotation machen, dann ist es ein bisschen einfacher. Oder halt, indem wir die schnelle Kombination machen. Die gute Frage ist jetzt aber, wozu braucht man das Ganze eigentlich? Im Prinzip haben Stalls im Game, bin ich der Meinung, keine große Funktion. Es ist einfach nur eine schöne Mechanik, die man einfach üben kann und wenn man es kann, warum auch nicht. Ich meine, man verliert dadurch nichts. Stalls sind, sage ich mal, im Endgame irgendwann, wenn man wirklich Double Flip Resets und Triple Flip Resets und so weiter machen möchte. Dazu kann man sich einfach mal die YouTuber Gainer, Evample etc. anschauen. Die nutzen das relativ aktiv, um eben ihre Flip-Resets zu bekommen oder mehrere hintereinander machen zu können. Aber ansonsten bin ich der Meinung, ja, braucht man es nicht groß, aber ich sage immer nice to have, warum auch nicht, man verliert dadurch nichts.
Gut, das Ganze war's dann auch schon wieder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst es uns gerne wissen, was ihr davon haltet in den Kommentaren. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Quick Tutorial. Ciao.